Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, hier wird es langsam dunkel, darum bin ich auch schon auf dem Weg nach unten. Denn wir waren hier beim letzten Mal an der Kathedrale am Bauen und ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht. Schnell schlafen, denn das NPC-Dorf steht ja quasi vor der Tür. Und wir wollen nicht, dass die armen kleinen NPCs hier von irgendwelchen Monster... Wo kommt die Kuh her? Von irgendwelchen Monsters überfallen werden. Und man sieht ja schon, wir können wieder zoomen. Ja! Abdefine ist installiert. Es funktioniert. Es ist eine vernünftige Version raus. Die funktionuckelt. Die, oh Gott, warte mal. Steht, glaube ich, sogar noch im Chat, welche das ist. Genau, die Abdefine, ist sogar eine neue Version verfügbar. Okay, aber hier die HD Ultra, hast du nicht gesehen, Pre, T, so. Da, wer sich da für interessiert, einfach dieses Jar-File downloaden und doppelklicken. Das installiert sich ja schon von allein, also das ist echt schön, sowas. Gut, wir waren hier an der Kathedrale stehen geblieben, hatten sowieso noch einiges vor. Guck mal, jetzt blinkt das alles wieder so schön. Hui. Irgendwie sieht das alles allgemein wieder ein bisschen hübscher aus. Unter anderem sind die Texturen hier wieder zusammen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und. Ja, viele, viele schöne Sachen, die jetzt wieder... Und da, oh, schön Säulen, die durchgehen. Ach, das war ja vorher furchtbar. So, demnächst wird wahrscheinlich auch wieder Minecraft Forge dazukommen. Und sowieso, und hier und da... Ich habe gar nicht geguckt, wie sieht denn die rote Beete mit Optifine aus? Das möchte ich jetzt ganz ehrlich nochmal prüfen. Hier ging es raus. Ja. Zack, Tür zu, sonst kommen die ganzen Enten rein. Es läuft jetzt auch wieder ein bisschen noch flüssiger. Also gut, das sieht man in der Aufnahme sowieso nicht, weil die auf 30 FPS runtergeht. Ne? Aber für mich ist es jetzt wieder angenehmer. Also noch flüssiger. Da sind jetzt halt nicht die... 60, jetzt sind es wieder 90 FPS. Also, Optifine macht da schon einen großen Unterschied. Und wo sind die Pferde hin? What? Ihr Zauberpferde. Wow. Zicki, was geht mit dem Vieh ab? Ja. Gut, die sind auf jeden Fall noch da. Das ist schon mal gut zu wissen. Und... Sind das hier auch? Das sind auch Zaubertiere. Wieso verschwinden die? Okay, vielleicht läuft das Ding doch nicht so ganz so flüssig, wie ich mir das dachte. Die Schafe sind auf jeden Fall da. Und die Karnickel, da ist ja unter anderem auch ein dunkles dabei. Das finde ich so klasse. Guck mal, ein dunkles Kaninchen. Nicht sterben. Hey, ihr frechen Lümmels. Irgendwas ist ja noch nicht ganz koscher. Naja, wer weiß. So. Erstmal... Ein paar unsichtbare Hasen füttern. Kommt mal alle ran hier. So, den dunklen, den möchte ich gerne auch gefüttert haben, einfach weil der anders ist. So. Haben jetzt alle. Habt ihr auch? So. Mehr gibt es nicht. Aus. So, hui. Da haben wir direkt erstmal noch ein Level up. Wo ist denn der dunkle Häschen jetzt hin? Warte mal. Warte, bist du ein kleines dunkles Häschen? Und der große dunkle Häschen. Moment, hä? Ich habe keine Ahnung. Wie bist denn du jetzt da hochgekommen? Ach, die Hasen. Die sind irgendwie merkwürdig. Komisch, ich hatte es getestet, da alles funktioniert. Jetzt sind hier alle Viecher die ganze Zeit am Rumwobbeln. Das fängt sich vielleicht auch mit der Zeit. Da, weg. Da, weg. Da, weg. Weg, weg, da. Puh. Schön. Egal. So, das haben wir jetzt dann auch erledigt. Ich wollte eigentlich mal nach der roten Beete gucken. Ich weiß. Ich lasse mich aber schon wieder viel zu leicht von allen Sachen ablenken. Jetzt ist das auch wieder ein bisschen dunkler. Ist aber nicht schlimm. Es kommt nur natürlicher. Ja, und wir hatten nämlich hier ein bisschen rote Beete gefunden und angepflanzt und auch schon in Teilen öfters mal geerntet. Aber ja, ist halt rote Beete. Na gut, ist ja nicht schlimm. Das Wasser sieht jetzt auch wieder hübsch aus. Alles cool. Alles cool. Die Pferdchen, die sind da. Okay, die verschwinden nicht. Selbst die Kühe. Das würde sehr merkwürdig aussehen, wenn die Kühe auf einmal alle nicht mehr da wären, aber es hier die ganze Zeit trampelt. Mann, wäre das komisch. Okay. So. 25 Level. Ich will nur mal kurz gucken. Nur mal ganz kurz gucken. Es dauert nicht lang. Nämlich, ich nehme schon das Plünderungsschwert in die Hand.
Ich würde nämlich gerne mal Bratkartoffel in die Monsterfalle gucken, ob die Monster auch so komisch rumflackern. Weil wenn Monster rumflackern, das wäre sehr ungünstig, wenn auf einmal so man ein Zombie-Geräusch hört und auf einmal da überhaupt kein Zombie ist. Und auf einmal ist dann doch da ein Zombie. Das wäre nicht so schön. Von daher gucken wir mal, ob die Monster rumflackern. Wenn bei denen alles in Ordnung ist, kann ja die Optifine drin bleiben. Ne, sieht gut aus. Die sehen feste da aus. Zack. Kriegst du eine mit. Zack, du kriegst auch eine mit. Und die Erfahrung, die nehme ich mit. Vielen Dank. Oh. Jetzt glänzt ja alles wieder. Die Tränke sehen alle aus wie Wasser. Das ist noch ein bisschen was, was ich gerade feststelle, was nicht so sein sollte. Warum? Hä? Hm. Müssen wir mal genau gucken, was es damit auf sich hat. Schub, weg. So, Erfahrung, komm her. Aber warum sehen die alle aus wie Wasser? Na gut, ich meine, wir können damit leben, oder Katze? Ich denke schon. So. Gut, die Monster funktionieren also. Ich will mich jetzt hier auch nicht zu lange aufhalten. Ne, wie schon gesagt, Ablenkung tut nicht gut. Hier ist die Ente, die ist entkommen. Die freche Ente. Na gut, ist dann halt so. Tschack, tschack. Wir könnten mit... Komm, wir sind lange nicht mehr mit der Bahn gefahren. Wir fahren mal mit der Bahn ins NPC-Dorf. Ich glaube, das geht auch ein bisschen fixer. So. Wir sind hier noch ein paar Dinger drin. So. Nein, falsche Richtung. Nein. Nein! Ich fahr doch... Na gut, dann fahren wir halt in die Richtung, auch gut. Ich bin in die falsche Bahn eingestiegen, verflixt da eins. So. Nein! Nein! Bremsen! Du bist doch doof. Hallo? Wie ich einfach nicht bremsen kann? Ich kann bremsen! Luftwiderstand, irgendwas! So, jetzt in die Richtung, meine Güte. Erstmal hier mit der Hand. Dann machen wir hier nämlich gleich die Durchfahrt an. Pip. Pip. Wusch. So, dann geht das nämlich auch ein bisschen schneller. Ja, an der übergeilen Untergrundbahn müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen rumoptimieren. Tschack. Sehr gut. Einfach Durchfahr. Ja, juhu. Der Durchfahrzug. Aber das geht schon gut, ne? Also wir kommen hier mit der Bahn super voran eigentlich. Wenn sie denn nicht in die falsche Richtung fährt. Viecher sind auch keine auf der Strecke. Schön. Dafür haben wir ja die Zäune gebaut. Und laut ist die. Die ist verdammt laut, die Bahn. Hui. Bupp. Und da ist Ende. So, das nehme ich mal mit. Wupp. Mit einem geschickten Streich rein in meine Tasche. So, vielleicht können wir ja zurückfahren, mal gucken. Das haben wir auch so lange noch nicht ausgebaut, aber wir kommen schon mal schön hin und her. Das ist doch schon mal was. Na, ihr NPCs, alles cool bei euch? Ja, die flackern auch rum. Jetzt sind sie weg. Solange wir in Bewegung sind, ist das aber alles in Ordnung, hä? Naja, nicht ganz. Das mit dem Rumgeflackern stört mich noch ein bisschen. Da muss ich mal gucken, ob es da an den Texture Packs liegt. Das mache ich jetzt natürlich nicht jetzt in der Aufnahme. Das wäre ein bisschen Quark, aber... Ja, nein, cool, du musst draußen bleiben. So, sehr schön. Vielleicht sind es tatsächlich zu viele Texture Pack, weil das sind ja mehrere Texture Pack Schichten, die ich da überlappe. Ich muss mal gucken, wie das da vernünftig funktioniert. Gut, wir wollen weiter an der Kathedrale natürlich weiterarbeiten. Wir sind ja nun lange nicht fertig. Wir haben jetzt nicht allzu viele Steine dabei, das stört mich gerade ein bisschen. Wie macht man das? So, was ich jetzt auf jeden Fall erstmal brauche, sind eine ganze Menge von den Halben. Warum von den Halben? Weil aus den Halben können wir die Ganzen machen. 24, ich weiß gar nicht, für wie viel das reicht. Also für wahrscheinlich nicht allzu viel, aber naja, erstmal haben. Ne? Dann können wir nämlich die Seiten dicht machen. Damit hier erstmal nicht so viel Monstrigkeit durchkommt. Also vielleicht eine Etage höher, ist vielleicht ein bisschen schlauer. So. Nee, ist ja auch Quatsch, das kommt ja nach innen rein. Ah, ich dusel. Muss das ja weg. So. Jetzt habe ich es gekonnt. Komm ich da drüben rumgejumpt? Nein, das ist zu kurz. Verflixt, nein. Wo ist denn... Ja,
Da komme ich auch nicht rein. Hilfe. Ich habe mich aus meiner eigenen Kirche ausgesperrt. Verbannt aus der eigenen Kirche. So. Zack, zack. Kommt du da dran. So. Hier müsste dann, oder? Ja, hier kommt das auch dran. Zack, 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 zack. So, dann haben wir nämlich die eine Seite schon mal. Hier ist die andere Seite. Hier, das müsste ja eigentlich durchgehen, weil das ja dieser Zwischenbalken ist. So ist gut. Ja, doch, so ist gut. So. Dann, Moment, dann gehe ich mal hier rüber. Das macht sich so einfach viel besser. So. Hier kommt dann theoretisch wieder ein Zwischenbalken dazwischen. Ein Zwischenbalken dazwischen? Oh, moi. Was ist da los? So. Und hier hüpfe ich mal hinauf. So ein tolles Gelumpe. So. Dann wird schon wieder dunkel. Das ist da nicht wahr. Na ja, gut, wir haben sowieso keine Steine mehr. Wir gehen mal schlafen eine Runde, dann können wir noch Musik anmachen. Beziehungsweise, nein, wir gehen schlafen eine Runde, gehen Steine holen und dann kommen wir zurück und machen Musik an. Das ist die bessere Wahl. Außerdem wurde ich gefragt in den Kommentaren, das fällt mir gerade ein, wie viel macht denn mein Schwert? 9,5 Angriffsschaden, 1,6 Angriffsgeschwindigkeit. Und die Axt macht 9 Schaden, also das Schwert macht tatsächlich noch mehr Schaden als die Axt. Außerdem hat die Axt nur eine Angriffsgeschwindigkeit von 1, während das Schwert eine Angriffsgeschwindigkeit von 1,6 hat. Ich weiß nicht, ob niedriger besser ist, aber ich weiß gar nicht. Hep, 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 hep. Und, naja, ich habe keine Ahnung. Da müssen wir ja mal ganz genau gucken, was da los ist, wie das läuft und warum und wieso und weshalb. Jetzt holen wir uns aber erstmal Steine, ne? Also wusste ich auch nicht, dass die Äxte jetzt so vom Schaden her geboostet sind. Guck mal hier, der spielt mit seiner Kartoffel rum. Plump, 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 plump. Das ist die Sprintgeschwindigkeit, weil der die Arme so sprinterig bewegt. Oder auch nicht. Ich laufe einfach wie ein Roboter. Wie ein Roboter. Yeah. Jetzt sind wir natürlich wieder so rum zurückgelaufen, statt die Bahn zu nehmen. Ist aber egal. So, Steine wollte ich noch haben. So, reicht erstmal. Dann nehmen wir hier noch ein paar mit. Ein paar mehr von denen. Gut. Arbeiten wir erstmal damit. Das tue ich hier oben rein, weil... Keine Ahnung. Dann haben wir hier noch eins mehr. Für wann auch immer wir das brauchen. Ich habe keine Ahnung. So, ihr verschwindet. Ihr seid da. Alles klar. Und die Kathedrale soll noch weitergebaut werden. Ja, also... Bin jetzt auch gerade so, wenn ich mir das so angucke, bin ich auch am überlegen, vielleicht die Fenster ein bisschen höher zu ziehen. Die Sache ist halt, dass da oben dieser Rundbau ist. Also das ist so ein bisschen das Problematische an der ganzen Geschichte. Ne? Also hier ist ja dieser Balkonbau. Das bedeutet, wir können die Fenster nicht so übermäßig hoch weiterziehen. Hier können wir auch noch Fenster reinhauen bis halt zur Kante. Also Fenster wären schon eine tolle Sache, ganz einfach, weil, ne, fensterig. So, jetzt aber erstmal hier von denen noch ein paar herstellen. Ein paar mehr. 5. Ja, komm, reicht. So. Erstmal, dann haben wir 27. Eine wunderschön ungerade Zahl, die uns überhaupt nichts nützen wird. Aber wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Diesen wunderschönen Turm. Jetzt habe ich natürlich, jetzt komme ich da nicht wieder hoch, ne? Das war ja clever, Moi. Das war ja schon ganz schön clever, was du da wieder gemacht hast. So. Komme ich da trotzdem nicht hoch? Doch, ich komme da hoch. Hätte ich auch gleich von außen reingehen können. Dussel. Ja, unseren Irrgarten müssen wir auch noch unbedingt mal weiter... wir müssen so viele Sachen noch machen. Ich weiß, so viel zu tun, so viel zu tun. 1, 2, 3, 4, 5, 6... So, dann hier auf der Seite genau dasselbe. 1, 2, 3, 4, 5. Checks. Einmal den Querbalken noch gezogen. Den hätte ich ganz gerne noch. Einfach, damit wir hier ein gewisses System drin haben. Und uns hier auch wieder bewegen können. 1, 2, 3, 4, 5. Checks. Und 1, 2, 3, 4, 5. Checks. So. Hier. Schön. Gut, jetzt habe ich immer ein Problem. Denn jetzt müsste ich hier die Dinger noch legen. Ich habe auch nicht mehr genug von den Steinen. Ja, komm, wir bauen uns mal hier oben schnell eine Werkbank. Die können wir ja dann wieder weghauen. So, einfach mal irgendwo schnell in die Landschaft gesetzt.
6, so. Dann können wir hier wenigstens eine gerade Zahl draus machen. So. Und du kommst damit drauf. Schön. Da haben wir hier nämlich noch ein paar von denen. So, dich nehme ich wieder mit. Zack, rein in meine Tasche. Schaffe ich es da drauf? Jawohl. Superst. So, au, hinunter. Gut, dann hat man den Teil auch schon mal. Also zumindest die zweite Seite jetzt schon mal abgedeckt. Hier von dem Türmchen. Oha. Oha, ich sehe schon das. Naja, aber wir gucken es uns mal von unten an. Ob das denn auch überhaupt ziemlich aussieht. Moment. Ich sehe gerade, hier müssten wir eigentlich auch noch dicht machen. Das machen wir ganz normal dicht. So. So. So, dann ist hier wenigstens, ne, kommen hier keine Fliegen rein, keine Ahnung. Und ich gucke mir das sogar mal von hier drinnen an. Dieses Häuschen, was wir mal gebaut haben und was, naja, auch noch ganz schön baubedürftig ist, inneneinrichtungstechnisch und sowieso, so wie eigentlich fast alles hier. Aber, ja, es sieht halt, fehlt halt der Kontrast ein bisschen, ne? So bei dem ganzen, ich denke, das würden noch ein paar Fenster regeln, sowas, dieses Problem. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch irgendwie so hinkriegen. Aber so der Turm an sich gefällt mir eigentlich mit diesem durchziehenden Muster, dass das so, das fällt auf jeden Fall schon mal mehr ins Auge und gibt mehr Kontrast. Bloß nach hinten hin fehlt halt der Kontrast. Das ist ein bisschen so das Doofe. Da müssen wir noch ein bisschen mit Farbe und Co. arbeiten, denke ich, damit das wirkt. Hm, na gut. So. Was machen die NPCs hier für schöne Sachen? Die ganze Zeit rumlümmeln. Ihr frechen Lümmels. Baut mal rote Beete an. Machen die das? Warte mal. Ich bin hier wie Spider-Man. Ich fliege hier über die Dächer. Au. Und fall runter. Guten Tag. So, jetzt sind die NPCs nicht flacker. Doch, jetzt flackern die wieder. Nur wenn ich mich so seitlich bewege. Wenn ich so hier... Keine Ahnung. So, nee, rote Beete bauen die nicht an. Nee. Gut, ist ja auch nicht wichtig. Ich bin der Techno-Golem. Techno-Golem. Flacker-Party, Flacker-Party. So. Schön. Können wir ja doch mit der Bahn zurückfahren. Jetzt habe ich aber wieder keine dabei. Oder? Warte mal kurz. Eine Lore steht ja keine rum. Nee. Eine bauen will ich jetzt auch nicht unbedingt. Nee. Drauf geschießen. So. Gut. Also keine... Keine Lorenfahrt zurück. Dann müssen wir doch zu Fuß gehen. Auch nicht schlimm. Wir wollen ja eigentlich sowieso mehr an der Kathedrale weiterarbeiten. Also von daher. Was gibt es hier drin noch Schönes? Nee. Ja, da sagt der NPC schon ganz richtig. Hm. Was geht mit der Kuh ab, ey? Warum fehlt da eine Tür? Ja, warte mal. Hier fehlt irgendwie immer die Tür, hä? Kann das sein? Irgendwer kommt immer vorbei, klaut die Tür und setzt da eine andere rein, habe ich so das Gefühl. Hm. Also, sie klaut einfach die... Hä? Keine Ahnung. Oh, wer bist du denn? Was ist das denn für ein hübsches Gesicht? Mensch. Guckt euch mal dieses hübsche Gesicht an. Ist das nicht schön? Toll, ne? Toll. Tolles Gesicht. So. Ja, keine Ahnung. Ob hier drin Zombies spawnen und dann rausrennen oder... Ich habe keine Ahnung. Ist alles sehr merkwürdig. Gut, genug wild umhergelaufen und ohne Sinn und Verstand hier Dinge gemacht. Wir müssen noch Gräber ausheben. Da stehen noch ein paar offen. Ich weiß, aber wir wollen ja auch erstmal hier noch an der Kathedrale weiterarbeiten. Das steht ja auch noch offen. Ne? Also so ist es jetzt nun nicht. Okay, hier oben ist eine schöne Fläche, um eine Werkbank hinzusetzen, wenn hier nicht schon eine stehen würde. Da hat wieder einer vorgedacht. Schön. Nee. Gut, egal. Wir fangen ab der Etage an. Oder ist das schon die Etage davor gewesen? Moment. Nee, hier fängt das schon an. Ah ja, gucke mal. Na, da guckst du nicht schlecht, ne? Genau, das war ja die Geschichte. Ach, verflixt nur eins. Kannst du nicht mal runter? Na, darf. Gut. Gibt's Schlimmeres?
Hä? Ach so, ja doch, nee. Hat alles eine Richtigkeit. Und hüp. So, dann kann nämlich hier der Querbalken dran. Das darf zugemacht werden. Komplett. Nix hier mit rausspringen. Nee, 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 ist nicht. So. Ach komm, da springe ich jetzt auch mal runter. Das geht nämlich einfacher so. Tschack. Nein. Nein, nein, nein. So. So ist besser. Ich wollte ja noch Musik anmachen. Mensch, hätte ich fast vergessen. Da ist schon wieder eine Spinne. Wie kann denn hier schon wieder eine Spinne spawnen? Patz. Zack. Two hit. Down. Ich hab doch hier eine. Hier ist doch Licht, oder? Mache ich noch auf der anderen Seite Licht. Mir egal. Hier auf der anderen Seite genauso. Frage mich, wo die Viecher immer herkommen. Naja, gut. So. Ich wollte Musik auflegen. Blub, blub. Die Schallplatte hatten wir ja beim letzten Mal schon. Ich denke, es wird mal wieder Zeit für ein bisschen Jazz. Oh! Ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee, Kollege. Hallo? So? Piu! Hab ich mich jetzt erschrocken. Geh mal schön weg. Nicht hier in der Kathedrale sprengen, Kumpel. Das machen wir mal nicht. Lass mal schön sein. Ist schon Nachtzeit? Nein. Ah, der kam hier bestimmt aus der dunklen Ecke, ne? Ja. Ah, warte mal. Machen wir mal so hier. Oha, da hab ich mich aber erschrocken. Hui, Junge. So, jetzt wird's aber. Jetzt wird's doch dunkel. Guck mal, ich seh's doch, dass es dunkel wird. Lass mal schlafen gehen hier. Ah, furchtbar. Minecraft. Dieses Spiel. Das macht einen Kirre. Gut. Ja, wir müssen echt aufpassen mit dem Ausleuchten, dass hier alles gut ausgeleuchtet ist. Eigentlich müsste man hier auch nochmal. Ja, hier nochmal, da nochmal, wahrscheinlich auch nochmal ausleuchten. Sicher ist sicher. Keine Ahnung. So. Und hier kann auch nochmal eine Fackel hin. Das muss alles hier irgendwie ausgeleuchtet werden. Das ist halt das Problem, wenn man im Überlebensmodus spielt. Es ist halt ein bisschen spannender, wie man gerade gesehen hat. Auch wesentlich gefährlicher. Also, gut, das damit geht. Was willst du hier, Kuh? Hör auf, durchzugucken durch die Seite. Sehr gut. Dann ist sie direkt weg. Sehr gut. Ah, schön. Gut, weiter geht's, würde ich sagen. Ja, es gibt noch viel zu tun. Wollen hier diese Seite wenigstens noch fertig bekommen in der Folge. Ja, es wird knapp, aber das können wir packen. Ich bin sehr zuversichtlich, wir können das schaffen. Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen und die ganzen anderen, die da noch so dazwischen rumspringen. Zack, zack, zack. Wupp. Hier. Alle sollen erwähnt sein. Wir schaffen das. Yes, we can. Oder irgendwie so war das. Ah, Nase kratzen. Toll. So, jetzt habe ich das natürlich zugebaut. Vielleicht kann man hier noch eine Fackel immer mit reinsetzen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So. So, zu. Hier hätte ich ganz gerne noch mal ein wenig mehr hergestellt. Wir brauchen hier sowieso mehr als das. So. Zack. Zack. Gut. Huch, wo bin ich? Hier. Komme ich da rüber? Sicherlich. Easy. Ist natürlich auch die Musik wieder aus. Das hat sich ja voll gelohnt. Mensch, zum Glück haben wir die Musik angemacht. Ich hatte schon Angst. So. Zack. Ja, gut, dann müsst ihr euch wohl mit meiner glockenhellen Knabenstimme begnügen. Miep. Was, Miep? Warum Miep? Ich habe keine Ahnung. So. Halt, hier wollte ich eigentlich noch die Fackel reingesetzt haben. Nicht, dass hier in der Ecke irgendwie dann ein Zombie spawnt und dann die ganze Zeit. Was die Zombies halt so machen. Die machen dann immer so Geräusche und sind doof und sind Zombie. Zombie-richtig, keine Ahnung. Hey, das ist aber gut. Wir haben jetzt hier die Treppe. Oh. Treppe ist sehr gefährlich. Stelle ich gerade fest. Aber die Treppe können wir nutzen, um effektiv noch ein paar Steinchen herzustellen. Zack. Um die da oben zu platzieren. Sehr gut. So. Und dann haben wir theoretisch nämlich auch diese Seite geschafft. Juhu. Bup. So ein Bub. Sehr gut, dann haben wir das geschafft. Stehen hier oben auf der Kathedrale. Und ich würde sagen,
das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. War ja auch wieder lang genug. Und beim nächsten, naja, das End ist ja auch noch da. Ne? Das könnten wir uns auch noch mal vornehmen. Wir werden uns, glaube ich, aufs End vorbereiten. Dass wir da mal uns das Ganze angucken. Das könnte auch sehr, sehr interessant werden. Da habe ich auch sehr viel Lust drauf. Also könnt ihr euch schon mal mental drauf vorbereiten beim nächsten Mal. Jetzt bleibe ich aber erstmal hier in luftiger Höhe stehen und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Minecraft. Bis dahin, haut's rein und ciao, ciao. Guck mal, ich hab hier... voll der Zauberer. Yeah.